du liebe Hobel-Hobel-Bank, gestern haben wir gesoffen, heute sind wir krank, lieber Roman Reblaster, Freude immer feucht zu ihre Kehle und gute Besserung, der auf tausender Tür aufgeblasene Blutzer dürfte nach dem 7-Promille-Festtagsrausch noch ordentlich brummen, illuminiert wie ein Christbaum am 24. Nudelfett wie Jean-Claude Juncker, moderierten sie die Zeit im Bild. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, er gießt sich nun die Häme der nüchternen Spaßbremsen über Sie, lieber Augustin, wie herrlich gekühlter Gin. Es wird Sie überraschen, ich habe vollstes Verständnis für Sie. Wer täglich in der Gehirnwäscheanstalt ORF arbeitet, wer täglich über Figuren wie Schmähhammer, Werner, Kogler und Mückstein berichten muss, kann sich solche Typen nur mehr schön saufen. Solange die höchste Volksvertretung, das Parlament der Republik, einem Sitzkreis anonymer Alkoholiker gleicht, solange er auf der Regierungsbank die größten Checkeranten des Landes Platz nehmen, die sich in Wahrheit schon längst deppert gesoffen haben, solange der Alk manchen Landeshauptleuten waagerecht aus dem Augapfel spritzt, solange der ORF das ist, was er eben ist, eine linke Schlangengrube, kann man die Politik und den Öffentlich-Rechtlichen nur mehr eingespritzt im Spiegel ertragen. Ich meine, das halbe Land sauft angesichts der derzeitigen Politik. Es gibt ja kaum mehr genug Alkohol, um sich die Realität schön zu saufen. Um was ich Sie beneide, ist aber die Tatsache, dass im ORF, während die Gastro unseres Landes verriegelt ist, Party ohne Ende gefeiert wird. Zuerst die Lockdown-Orgie, Licht ins Dunkel, jetzt Sie. Ich wäre gerne dabei gewesen. Lieber Roman Raffreider, drum trink mal noch ein Flascherl Wein. Holladero, es wird wohl nicht das Letzte sein. Holladero, Prost.